Herzlich willkommen, meine Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir werden heute hier die Rivals Belohnung abholen und werden diesmal nicht die Coins nehmen. Wir werden mal hier die Coins testen, natürlich hier mal die Packs testen, was man hier bekommt. Wir werden natürlich die Option 2 nehmen, nicht die Option 3, sondern testen mal die tauschbaren Packs, ob man hier die 60.000 ungefähr rauskriegt oder ob man da viel Minus macht. Interessiert mich einfach mal, deswegen testen wir das einfach mal. Werden wir heute Minus machen, werde ich natürlich immer noch die Münzen nehmen, ganz klares Ding. Und dann würde ich sagen, nehmen wir das einfach mal. Ja, bestätigen wir das. Ich glaube sogar im zweiten Rang hätte es bessere Packs gegeben, aber kann man nicht ändern. Nehmen wir so mit. Ab in den Verein mit dem Zeug. Bekommen auch ein 50k-Set. Vielleicht ist da was Nices drin. Gucken wir einfach mal. Ab geht's. Man bekommt sogar 4 Packs, okay. Da wurden, glaube ich, eben nur 2 oder 3 angezeigt. Keine Ahnung. Ja, ist auf jeden Fall gut. Haben wir 4 Packs. Nehmen wir auf mit. So, dann machen wir die Packs mal auf. Wenn ihr das ungefähr ausrechnet, was wir rausbekommen. Fangen einfach mal mit dem ersten an. Und das ist sogar direkt ein Walkout. Oh mein Gott. Im ersten Pack, in Spanier, ZOM. Das ist Isco. Das ist ein Isco, direkt im ersten Pack. Und das in so einem schlechten Paket. Stabil. Gucken wir mal, was der Kollege bringt. Also bis jetzt, sage ich schon mal, haben die Packs sich gelohnt. Und in Inform, also super. Ich glaube, wir haben mit dem Pack schon alles raus. Ja, Isco ist schon mehr wert. Ah, nice. Das schmeckt doch. 70.000 ungefähr. Nehmen wir mit. Besser Spieler, den ich bis jetzt gezogen habe. Zudem noch ein Abstoß-Inform, den wir auf jeden Fall im Verein speichern werden. Also bis jetzt hat es sich gelohnt, auf jeden Fall. Also egal, wir haben jetzt schon Profit gemacht. Der hat 70.000 gebracht, der Kollege. Der Inform wäre auch Nummer 10, also sind wir jetzt hier schon ungefähr bei 80.000, 85.000. Können ja ungefähr rechnen, was wir an Profit so machen. Den nehmen wir mit auf die Transferliste. Das hier kann man abstoßen. So, Jumbo Premium Gold Pack, ab geht da. Ob nochmal einer? Ne, wäre zu viel gewesen. Schauen wir mal, was wir jetzt hier kriegen. Leider nichts. Traoré von Gladbach, okay. Nehmen wir mit, ist aber okay. Wie gesagt, ich will mich gar nicht beschweren, wir haben Profit jetzt schon, wie wenn man die Coins, vielleicht nehme ich aber trotzdem die Coins, mal gucken. Ich weiß noch nicht, weil man wird nicht jede Woche ein Isco ziehen, ist natürlich auch klar. Deswegen, aber jetzt für das Video ist natürlich interessanter für euch, dass ich die Packs öffne, wie wenn ich 60k einfach nur abhole, ist natürlich klar. Mega Pack holen wir auch ab. Gucken wir mal, was wir hier bekommen. Wenigstens ein Schlitz wäre wieder nice. Komm. Ab jeder. Ja, wohl. Nice. Komm, was Gescheites. Deutschland. Bitte kein Torwart. Horn. Aber egal, nehmen wir mit. Na, okay. Aber hätten wir kein Isco gezogen, hätten wir bis jetzt auf jeden Fall Minus. Ich würde sagen, wir sind aktuell so bei, ja, so 110, 115.000 ist aber okay natürlich, also über 100.000 sind wir auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zum 5k-Pack, öffnen wir und schauen wir mal, ob was Gescheites bitte. Wieder ein Schlitz bitte, komm. Ja, sehr gut, top. Jetzt was Gescheites zu ZM. Ah, oh, Kovacic, okay. Aber nehmen wir mit, ist auch okay. Ich dachte, er ist kurz Modric, aber der wäre ja Walkout gewesen. Aber Kovacic sollte doch auch ein bisschen was bringen, oder nicht? Also, oh, nicht so schlecht. Ja, ist jetzt nicht das beste Paket, aber ja, Kovacic bringt auch nochmal 8-9k. Dann haben wir hier ja, 120, 130k ungefähr gemacht. Ist auf jeden Fall okay, also kann man mitnehmen. So, den Rest werden wir einfach mal in den Verein speichern. Bin ich zufrieden, also wir haben das Doppelte rausgeholt, ungefähr wie man bei den Münzen rausgeholt hätte, ne? Ist natürlich klar, in Isco nicht, hätten wir nur 50k. Hätten wir 10k Minus gemacht, was immer noch okay gewesen wäre. Also man hätte damit noch leben können. Wenn man so schlecht wie möglich zieht, macht man ca. 30k Minus ungefähr. Aber das ist auf jeden Fall so in Ordnung, da bin ich zufrieden, ist Doppelte rausgeholt. Wer wagt, der gewinnt, ja, ist auf jeden Fall in Ordnung. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen mit dem Experiment, hat es sich für mich gelohnt. Kann natürlich sein, dass es für euch nicht lohnt, aber ihr könnt es einfach probieren. Wer natürlich die Münzen unbedingt braucht, nimmt natürlich die Münzen. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, gebt sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare.
Ciao, ciao. Bis die Tage, meine lieben Freunde.